Little Nightmares. Hallo, herzlich willkommen. Ich stampfe Sims ein, weil ich nicht mehr so Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Die Familie gefällt mir nicht. Ich bin eh mehr so der, ich krieg schnell ganz viel Geld und baue übelst die Häuser und dann spiele ich noch ein bisschen mit der Familie, wenn sie einen persönlichen Bezug zu mir hat. Also so. Und die haben alle nichts mit mir zu tun. Ich kann zum Beispiel gar nicht zaubern. Ist auch egal, auf jeden Fall. Little Nightmares. Da soll ja nächstes Jahr im Februar, glaube ich, der zweite Teil rauskommen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Aber ich habe mir gedacht, ich habe dieses Spiel schon lange und ich habe es noch nie angefangen. Deswegen werde ich das jetzt spielen und hoffen, dass ich mich nicht allzu sehr grusel. Ah, es hat sogar Sound. Das ist auch ganz angenehm. Neues Spiel starten. Okay, womit spielt man das? Oh, mir ist gerade was aufgefallen. Ja, das ist natürlich super toll, wenn ihr jetzt doppelten Sound habt. Einmal über mein Mikrofon und über Dings. Schnell. So, gleich viel besser. Der Nebel erscheint und ist neblig und ich sehe nichts außer einen Rücken, eine Hand, eine Person, ein Profil. Was ist es? Haare, Gesicht, Kopf? Oh ja, tatsächlich. Böse Stiefmutter. Ich grusel mich jetzt schon. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich das nicht mit der Maus spiele. Ich weiß gar nicht warum. Ist es schon so weit? Oh ja. Und ich habe recht, ich spiele es nicht mit der Maus. Okay, Space ist Rennen, BASD. Ah, okay, mit Pfeiltasten kann man die Kamera lenken. Okay, was ist alt? Ist nix? Steuerung? Ducken. Ah, das ist blöd. Ich habe Ducken immer auf alt, weil ich mir sonst Krämpfe in den Händen hole. Hier verstecken. Kann ich auch wieder raus? Oder bin ich einfach zu schlecht? Ja, okay, ich bin einfach zu schlecht. Kann ich das auch ziehen oder so? Sounds sind schon mal übel nice. Okay. Stolpern geht auch. Kann ich hier. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch, ne? Kann man hier sterben? Oh Gott. Okay. Gott, was ist das für ein Geräusch? Thank you.
E ist auf jeden Fall nichts. Ah, F, um Pfeil zu benutzen. Okay. Bitte ausschalten. Na? So, das öffnen. Gut. Kriegt man das denn auf? Kann ich das mitnehmen? Greifen halt hochspringen. Ah, okay. Und dann hochziehen. Geht das? Kriegen wir dich irgendwie da hoch, Schätzchen? Scheint nicht. Kann man hier auch einfach greifen? So ziehen, ja, geht. Kann man greifen, aber nicht noch nicht ziehen. Ah, aber ich kann ja da hinten das dann greifen und ziehen. Denke ich mal. Greifen. Kannst du es bitte greifen? Anscheinend nicht. Okay, dann muss ich vielleicht doch da greifen, wo ich gerade war. War das nicht hier? Nee, hier war es nicht. Es war hier, ne? Da, noch ein bisschen weiter nach dahin. Hier war es. Aber ich kann nicht hoch. Ein bisschen Klimmzüge. 1, 2. Okay, rechte Maus, da ist das auch nichts. Ich mir mal hier die Steuerung anzeigen lassen. Das ist ja so hoch, runter, links, rechts. Ja, springen, werfen, rennen, Feuerzeug, ducken, rutschen, greifen. Okay, ja, dann habe ich ja alles, was ich wissen müsste. Tja, Steuerung. Ja, okay, habe ich nicht. Habe ich nicht. Weiter. Ich komme da leider nicht hoch. Ist hier noch eine andere Möglichkeit? Oh! Muss ich hier den Müll aufsammeln, oder was?
ja nicht, ne? Okay. Ich muss näher dran, um das da reinzuwerfen. Na, schade. Auf jeden Fall zurück. Ah, schade, schade. So richtig nach oben werfen kann ich auch nicht, ne? Nee. Als wäre ich in einem Schiff. Ich habe halt das Gefühl, vielleicht ist das zu hoch und ich muss irgendwo hoch. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kann ich das Ding da hinten rüberziehen und irgendwie umdrehen. Scheitert schon komplett an der ersten Sequenz. Kann ich das hier greifen? Das kann ich nicht greifen. Davon kann ich auch nichts greifen. Vielleicht wenn ich mit Greifen und Shift. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber okay. Okay, aha. Okay, also ich könnte theoretisch auch Sachen schieben. Nur nicht das, was ich bis jetzt versucht habe anscheinend zu schieben. Kann ich das hier schieben? Nee, das kann ich halt auch irgendwie nicht greifen, wenn ich nicht... denn hier? Ich passe so, das können wir da durch. Das finde ich einfach nicht gut gemacht. Aufzuschaukeln.
glaube, das können wir auch knicken. Nochmal rein. Ja. Nix. Da geht nix. Hier ist halt kein Griff zum Fall. Jetzt doch geht, ne? Oh Gott. Ich hab's nur falsch versucht die ganze Zeit. Ist das peinlich. Okay, dann rein mit dir. Gut. Wollte ich nochmal wissen. Abschiedsbrief. Okay, ich bin ganz schön klein, ha? Kann ich dich da irgendwie runterholen? Nee. Spring auf den Stuhl.
gut. Schnell wieder Feuerzeug an. Da bin ich anscheinend langsamer drauf, oder? Das macht's auch nicht. Oh, hier war jemand. Okay. Ich muss gar nicht. Kann ich hier auch weiternehmen, ne? Ein bisschen erschrocken. Tötet mich das? Bleibt mich das dran? Ja, das kriegt auf jeden Fall auch nicht zu. So, okay. Können wir noch ein bisschen mehr Licht haben? Geh weg. Sorry, Blatt. Ich möchte das nicht. Ich geh hier lieber raus. Uff. Da sind doch wieder oben welche. Nee, doch nicht. Super ungewohnt für mich. Was ist los? War das schon klar? Oh nein! Ich muss hier weg! Ich will da nicht runterfallen. Oh nee. Ah! Oh Gott. Puh. Ich will das. Ich kann das nicht. Ich kann da nicht. Ich kann das. Das geht nicht. Lass mich einfach so durch. Oh Gott, das macht mich fertig. Uff. Kann ich dann bitte hier starten? Wenn ich jetzt da runterfalle. Ich bin schon völlig fertig. Ich mag ja Spiele, die süß sind und so. Mit Shift kann ich. Okay. Ich muss. Oh Gott. Also falls ihr bis hier geguckt habt, habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen was rausgeschnitten, weil ich keine Ahnung von dem Spiel hatte. Vielleicht aber auch nicht. Dann war es vielleicht übelst langweilig und ihr seid mit mir hier. Aber ich würde sagen, das ist jetzt die erste Folge von Little Nightmares. Oder Little Nightmares, ich habe schon wieder vergessen, ist das peinlich. Ich glaube Little Nightmares, ne? Weil es ja alles sind ja viele Albträume. Ich zünde jetzt hier erstmal dieses Ding an.
Nicht, dass es viel bringt, aber. So, passt auf euch auf. Schlaft gut. Bildet eine Rettungskasse und Zähneputzen nicht vergessen.